In der Champions League stehen die entscheidenden Spiele an, unter anderem mit dem unfassbar spannenden Finale in der Frankfurt-Gruppe. Die Wetttipps dazu gibt's jetzt. Am Dienstag sind drei deutsche Mannschaften im Einsatz. Los geht's mit Leverkusen gegen Brügge. Und Leverkusen kann ja schon nicht mehr ins Achtelfinale kommen. Brügge allerdings sehr wohl und vor allem sogar vielleicht sogar als Gruppenerster. Die Belgier sind die Überraschung dieser Champions League-Saison und haben erst ein Spiel verloren. Wir erinnern uns, das war das Spiel am vergangenen Champions League-Spieltag, in der vergangenen Woche erst. Gegen Porto 0:4 und da haben sie direkt alle ihre Tore kassiert, die sie bisher in dieser Champions League Saison kassiert haben. Ist das jetzt eine Zeitenwende gewesen und auch Leverkusen kann Brügge besiegen? Aber was hat denn Leverkusen für Argumente, dass sie das tun sollten? Wenn man die Leistung der Leverkusener nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Bundesliga anschaut, da gab es jetzt wieder eine 0:2 Niederlage gegen Leipzig. Das an und für sich wäre jetzt gar nicht so ein schlimmes Ergebnis. Wir wissen ja, Leipzig kann gut sein und ist zurzeit auch wieder gut. Aber ja, sonst eine Saison von Leverkusen bisher, die nicht sehr glorreich war. Und außer das Unentschieden gegen Atletico, die selbst arge Probleme haben in dieser Saison in der Champions League, war da nicht viel los bei Leverkusen. Also die Leverkusener sind klarer Favorit mit einer Quote von 1,6, aber drauf zu setzen ist ja wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Auf der anderen Seite, ja, scheinen die Belgier jetzt geknackt zu sein von Porto und das macht auch die Tür für Leverkusen auf, sodass ich hier auch nicht darauf spekulieren würde, dass jetzt der Brügge-Lauf weitergeht. Also das ist mir einfach zu unsicher, diese Partie, deswegen würde ich jetzt nicht darauf wetten, dass hier viele Tore fallen, würde ich aufgrund der starken Abwehr von Brügge in den ersten vier Spielen, wo sie ja gar kein Gegentor kassiert haben, auch nicht machen. Deswegen auf Over zu setzen nicht und auf Under, ja, könnte man ins Auge fassen, ist aber jetzt nicht meine Lieblingswettart in der Champions League. Und dann hast du halt eine Option mit Asian Handicap. Sagst du, Leverkusen gewinnt, dann kannst du eigentlich auch auf Asian Handicap gehen, aber das macht die Sache nicht wirklich besser. Wenn du aber sagst, Leverkusen wird das Spiel nicht gewinnen oder wird sich sehr schwer tun oder es geht unentschieden aus, dann ist hier Asian Handicap plus 1 bei einer Quote von 1,94 definitiv eine Option. Dass beide treffen bei einer Quote von 1,6 halte ich für keine gute Quote, weil wir ja wussten, dass Brügge in bisher jedem seiner Spiele beide Treffen Nein hatte. Also sie haben entweder selbst getroffen, die Gegner nicht, haben vier Spiele quasi zu Null gespielt, hinten. Dann haben sie aber selbst keins geschossen gegen Porto. Also fünfmal beide Treffen Nein bei Brügge und dann kriegst du eine 2,6er Quote auf beide Treffen Nein. Dann ist das schon die attraktivere Sache in meinen Augen. Und was die Motivation betrifft, dürfte natürlich bei beiden einigermaßen hoch sein. Bei Brügge fast vielleicht noch mehr, weil es für die ja um den Gruppensieg geht. Und dann könnten sie im Achtelfinale natürlich einer schwächeren Mannschaft aus dem Weg gehen. Außerdem heißt das ja dann für Brügge auch natürlich einiges an TV-Geldern. Das heißt für Leverkusen auch, aber wir wissen ja, die sind ja von diesem Bayer-Konzern gesponsert und auch ohne das haben sie eine bessere Situation wahrscheinlich als jetzt Brügge, das in einer kleinen belgischen Liga spielt. Das sind alles so Punkte, die man hier berücksichtigen kann. Alles in allem auf Leverkusen zu setzen, wie gesagt, keine Option und ansonsten tut man sich hier schwer, was zu finden. Das andere Spiel in dieser Gruppe ist dann das interessantere mit Porto gegen Atletico. Für Porto geht es ja, wie wir gesehen haben, ebenfalls noch um den Gruppensieg, während Atletico ja schon draußen ist, aber auch gewinnen muss, um zumindest in die Europa League zu kommen vor Leverkusen. Und das ist ja wohl das Mindeste, was Atletico mit seinen Topstars wie Griezmann und allen anderen, die sie so haben, wirklich erreichen muss, dass sie international bleiben. Das wird aber ein starkes Stück Arbeit. Porto muss dieses Spiel nicht zwangsläufig gewinnen. Sie könnten zwar dann Gruppenerster werden, aber sie sind ja schon weiter. Also hier sehe ich eher ein bisschen
den Zugzwang bei Diego Simeone und seinen Jungs. Und mir gefällt auch dann ein Asian Handicap auf Atletico mit 1,95 ganz gut. Draw no bet, beim Unentschieden kriegst du dein Geld zurück. Bei einer Mannschaft, die Qualität hat und das Spiel gewinnen muss. Das ist ja auch eine Mannschaft, die in so wichtigen Spielen dann da sein kann, wegen ihrer Erfahrung. Also ich glaube, da macht man weniger falsch bei Atletico. Porto natürlich nicht zu unterschätzen, aber auch nicht zu überbewerten. Man kann sich gut vorstellen, dass auch hier beide treffen. Die Quote gefällt mir auch sehr gut mit 1,8 fast. Und man könnte davon ausgehen, dass, ja, dass es ein torreicheres Spiel wird, als es sein müsste, weil beide treffen, dann hast du schon mal zwei Treffer. Wenn dann noch ein Entscheidungstor fällt oder irgendwie ein spätes Tor, das dann den Deckel drauf macht, dann wäre man hier bei einer Quote von 2,08. Das könnte man durchaus ins Auge fassen. Was interessanterweise hier noch dazu kommt, ist ja eine gewisse Rivalität der beiden Mannschaften. Die gönnen sich auch nichts. Da könnte man vielleicht drauf spekulieren, dass viele gelbe Karten in diesem Spiel verteilt werden vom Schiedsrichter. Da musst du halt bei deinem Wettanbieter schauen, ob sich das lohnt für dich. Und dann. Aber alles in allem immer noch die beste Wette, Asian Handicap 0 auf Atletico zu gehen. Bayern München gegen Inter Mailand, was für ein interessantes Spiel von den Namen her. Auf dem Papier, nicht nur für die Buchmacher eine klare Sache, Bayern schießt sich langsam wieder in absolute Weltklasseform, hat jetzt gerade Mainz mit 6:2 nach Hause geschickt und zuvor natürlich Barcelona 3:0 besiegt, als sie es gar nicht mussten, aber damit haben sie natürlich Lewandowski eins reingewirkt und sie haben natürlich auch den Gruppensieg hier zementiert. Das heißt, die beiden spielen hier einfach nur, weil es ein schöner Champions-League-Dienstag sein kann. Bayern ist sicher Gruppensieger, Inter ist sicher Zweiter. Da geht es ja wirklich dann nur um das Geld, das es zu gewinnen gibt, um bisschen Geld halt einfach, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da einfach keiner wehtun will, also diese WM auch nicht zu vernachlässigen, die ja bald vor der Tür steht. Und bei diesen niedrigen Bayern-Quoten würde ich nicht auf Bayern gehen. Ein Unentschieden kann Inter definitiv hier holen, würde ich sagen. Und diese 5,25 ist eine Weltklasse-Quote für ein Unentschieden in einem Spiel, bei dem Bayern München sicher nicht gewinnen muss und der Gegner nicht so daneben ist, dass es überhaupt ausweglos wäre. Auch das Asian Handicap mit plus 1,25 auf Inter ist mit 1,98 sehr attraktiv, weil selbst wenn Bayern dann mit einem Tor Vorsprung gewinnen sollte, gewinnt man die Hälfte dieser Quote dann so fast von 1,5, also 50% Gewinn statt diese 98% Gewinn heißt ja dieses Asian Handicap. Und das ist doch einfach keine schlechte Wette. Das andere Spiel in der Gruppe an Langweiligkeit kaum zu übertreffen. Pilsen gegen Barcelona, da geht es auch um nichts mehr. Barcelona ist sicher Dritter, super qualifiziert für die Europa League. Gratulation ins Camp Nou. Und Pilsen ist halt draußen. Also egal wie dieses Spiel ausgeht, da Barcelona so haushoher Favorit ist, denke ich hier nicht, dass es einen Sinn macht, hier auf Barcelona zu wetten, auch nicht auf Pilsen, auf viele Tore, dass Barcelona sich vielleicht zum Abschied dieser Gruppe nochmal den Frust von der Seele ballert, dass Lewandowski Hattricks übt, das könnte ich mir vorstellen, deswegen ein Über mit 1,93, doch schon sehr attraktiv. Und dass Pilsen ein Tor schießt zu Hause gegen Barcelona, können die Pilsen-Fans machen. Ich halte mich da zurück und finde, die bessere Wette ist eigentlich ein Over hier. Aber auch nur jetzt unter Vorbehalt, weil es um nichts mehr geht. Und vielleicht schickt Barcelona da auch nur ein paar junge Leute hin, die ein bisschen Spielpraxis sammeln sollen, während die Stars sich schon auf diese WM vorbereiten. Das kannst du ja auch nicht wissen. Da sind solche unnötigen Spiele dann natürlich für Superstars eher weniger interessant. Liverpool gegen Neapel, ein Finale auch in dieser Gruppe, wo
wobei so ein richtiges Finale ist es nicht, denn Neapel steht relativ sicher eigentlich als Gruppensieger fest. Die Italiener haben hier ein wesentlich besseres Torverhältnis, aber das ist eigentlich egal, weil sie haben ja dieses direkte Duell gegen Liverpool klar gewonnen im Hinspiel 4:1 in Neapel. Da müsste es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, dass hier die aktuell beste Mannschaft Europas mit Neapel, die sind ja auch in der Liga die Nummer 1 in Italien, dass die jetzt hier komplett abschenken, weil sie ja mit 3 Toren verlieren können und dann vielleicht immer noch Erster sind. Glaube ich nicht. Ich denke, die sind stark genug, Liverpool hier zumindest einen Punkt abzuringen. Müssen sie aber gar nicht, denn die Quoten auf Neapel sind so hoch, dass man sagen könnte, ein Asian Handicap plus 1 auf Neapel gibt immer noch eine 1,6. Für eine Einzelwette mir persönlich ein bisschen zu niedrig. Ich würde fast hier ein bisschen einfach Double Chance Neapel machen. Dann gewinnst du, wenn es ein Unentschieden wird, was sehr naheliegend wäre. Und ansonsten, also Liverpool muss natürlich mehr gewinnen, aber die müssen dann mit 3 Toren Unterschied gewinnen, was dann die Sache schon sehr unrealistisch macht. Und das weiß wahrscheinlich Klopp auch. Auf der anderen Seite ist schon viel passiert in Liverpool an der Anfield Road. Aber nichtsdestotrotz 2,08 für eine Wette, dass eine der besten Mannschaften Europas im Moment dieses Spiel zumindest unentschieden spielt oder natürlich gewinnt, halte ich für eine gute Wette. Das kann man machen. Und im anderen Spiel der Gruppe, wenn es heißt, die Glasgow Rangers empfangen Ajax Amsterdam, freudscher Versprecher, dann muss Ajax hier vielleicht fürchten, dass sie nicht weiterkommen, aber auch das sehe ich eher weniger realistisch, das Szenario. Dafür sollte Ajax einfach besser sein und das Spiel ernst nehmen. Aber ich sehe hier keine gute Wette. Machen wir es kurz, um dann endlich zur Frankfurt-Gruppe zu kommen. Die interessanteste Gruppe in diesem Feld am Dienstag. Da kann Frankfurt mit einem Sieg sogar die Gruppe gewinnen, wenn das andere Spiel dementsprechend läuft. Sollte allerdings Sporting gewinnen, könnte Frankfurt sogar ausscheiden, wenn gleichzeitig Olympique Marseille gegen Tottenham gewinnt. Wie sind die Chancen für die Frankfurter, dass sie gegen Sporting gewinnen oder zumindest nicht verlieren? Wobei ein Unentschieden ihnen nicht wirklich weiterhelfen würde, weil dann wäre Sporting immer noch vor ihnen. Und Frankfurt dann draußen, weil Tottenham mehr Punkte hat und Marseille vielleicht gegebenenfalls auch. Auch beim Unentschieden könnte Frankfurt also Letzter werden in dieser Gruppe. Die brauchen einen Sieg und im Prinzip haben sie sich ja in jedem Champions-League-Spiel teuer verkauft, die Frankfurter. Und haben jetzt auch in der Bundesliga gegen Dortmund ein starkes Spiel gezeigt, aber man hat auch die Probleme der Frankfurter beim Toreschießen gezeigt. Man kann natürlich lamentieren, dass es einen Elfmeter geben hätte müssen und dann wäre das Spiel anders gelaufen. Konjunktive gewinnen aber keine Wetten und Fußballspiele. In der Realität hat Dortmund dieses Spiel gewonnen, weil sie effizienter waren und Frankfurt, wie Rode auch nach dem Spiel gesagt hat, einfach zu viele Chancen liegen gelassen hat. Und das dürfen sie gegen Sporting auf keinen Fall. Die Ergebnisse von Sporting jagen jetzt einem auch keine Angst ein. Die haben gegen Varzim im portugiesischen Pokal verloren, sind da ausgeschieden. Sie haben auch gegen Marseille verloren und gegen Tottenham ein 1-1. Okay. Deswegen, Frankfurt kann dieses Spiel gewinnen. Sie müssen es auch gewinnen und sie sollten es einfach gewinnen. Wir wollen, dass Frankfurt gewinnt. Dafür sind die Quoten auf Frankfurt sehr attraktiv, muss ich sagen. Frankfurt Asian Handicap 0, das heißt, bei Unentschieden kriegst du Geld zurück, gibt eine Quote von 2,1. Also drücken wir Frankfurt die Daumen und können auch guten Gewissens sagen, es handelt sich um eine attraktive Wette, wenn man auf Frankfurt geht. Das andere Spiel ebenso spannend, weil man hier ebenfalls die Option hat, wenn Marseille dieses Spiel gewinnt, könnten sie sogar diese Gruppe gewinnen, wenn das andere Spiel zwischen Frankfurt und Lissabon unentschieden ausgeht und Tottenham wäre wahrscheinlich Zweiter. Den reicht also ein Punkt, wenn die anderen unentschieden spielen, wohlgemerkt. Wenn es dann Sieger gibt, dann muss Tottenham auch dieses Spiel gewinnen. Also, die tun beide gut daran, weniger zu rechnen und mehr Tore zu schießen. Und das ist dann eben eine interessante Sache, wenn man sagt, hier treffen beide Teams, weil sie müssen.
Die Quote mit 1,67 ist aber nicht so gut. Und die Überquote von über 2,0 mit 1,9 finde ich für diese Wettart okay, aber für diese Partie, wo wir es eigentlich mit Mannschaften zu tun haben, die beide eher in Low-Scoring-Games zu Hause sind, auch nicht so gut. Tendenziell tendiere ich eigentlich dazu, Tottenham stärker zu finden, und deswegen wäre ich hier irgendwie mit dem Asian Handicap 0 auf Tottenham ein bisschen happier. Aber das gibt keine so super interessante Quote von 1,7. Da wäre die Quote auf Marseille schon besser. Mir fehlt allerdings der letzte entscheidende Glaube. Und da in diesem Spiel halt einfach alles passieren kann, muss man sich seine Seite einfach konkret aussuchen. Ich kann mich nicht entscheiden, vielleicht weißt es du besser. Schreib's gerne in die Kommentare, nicht nur was dieses Spiel betrifft, auch deine besten Wetttipps zu diesem Spieltag. Und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video zu den Mittwochsspielen. Danke fürs Zuschauen.